So, Freunde der Spiegeltour, wir machen angespielt und bevor ihr euch wundert, ich habe für 100 Gifted Subs den Namen von jemand auf meine Stirn geschrieben. Weil ich wollte jetzt mal gucken, ob es funktioniert wie bei den anderen Tuberinnen, die in irgendwelchen Sachen drin liegen. Und es funktioniert leider wirklich. Und deshalb steht jetzt Ramsi77 auf meiner Stirn. Aber er hat es nicht mal selbst bezahlt, es hat jemand anders gemacht. Weil Ramsi nächste Woche Donnerstag Geburtstag hat, jeder darf mich daran erinnern. Wir spielen aber jetzt The Hand of Merlin, ein Rook-like, Rook-like RPG, ja, irgendwie sowas in die Richtung, wo es um die Zeiten von Merlin geht, wo man die Kataklysmen verhindern muss, also die Vernichtung der gesamten Erde, wie man sie kennt. Und das alles ist so ein bisschen mit Horror verknüpft und das Spiel sagt auch schon, es ist unglaublich schwer. This game is hard. Es existiert nur in englischer Sprache, ist seit heute im Early Access, passend zu meinem Geburtstag. Also so gesehen, wer das Video sieht, seit gestern. Und ich bin mal gespannt, es war nämlich auf meiner Wunschliste. Normal oder easy? Ich glaube, mit easy bin ich erstmal besser bedient, damit wir nicht sofort sterben. Mana haben wir ein bisschen mehr. Feinde sind ein bisschen schlechter in den Attributen. Helden heilen, ein HP, wenn sie mit Supply unterwegs sind. Und man hat ein bisschen mehr HP auf den Helden. Und es ist ein Rundenstrategiespiel. Mein Core ist so schwach geworden. Ich will schon mal darauf tippen, dass wir nach und nach durch die... Also wenn wir immer wieder versuchen, die Welt zu retten vom Kataklysm, hier unterschiedliche Cores freischalten können. Und weiter. Um den weiteren Verläufe leichter zu machen. Jetzt müssen wir unsere Party erstellen. Ich kann zurzeit nur eine Handvoll von Helos erübrigen. Das sind nämlich Brinor, ein Krieger, Merven, ein Ranger und Morgan. Und wir sehen, hier unten sind noch unterschiedliche andere, die wir halt freischalten durch Aktionen in unserem Durchlauf. Okay, das ist noch irgendwie ein Special Aussehen. Und dann starten wir einfach das Spiel. Und falls wir halt versagen und der Kataklysm trotzdem eintritt, deine Werte links ändern sich auch. Für viele Nächte jetzt ist der Geist von Merlin, also in meinen Träumen, aufgetaucht. Er spricht zu dir durch die Dunkelheit vom anderen Ende dieser Welt oder von hinter dieser Welt. Why Merlin has reached out his hand and gathered those who are ready to stand against the cataclysm. Höre auf die Stimme von Merlin. Das ist deine Aufgabe, Jünger. Ich schiebe ihn mal nach unten. So, wir sollen unseren Weg durch Albion schlagen und die Gefahren besiegen. Wir müssen auch noch über die weite See und dann müssen wir Jerusalem erreichen. Um mit dem Heiligen Gral das Ende der Welt zu verhindern. Merlins Quest. Übrigens, die, der Chat hat übrigens auch richtig gesehen, dass sich die Werte von den Helden auch verändert haben, wenn dieser andere Struktur gemacht wurde. Also wenn du einmal mit den Helden schaffst, das Ende zu erreichen, werden die stärker in der neuen Welt. Mit der neuen Variante. Nach vielen Tagen der Reisen hast du Camelot erreicht. Das Herz von Albion. Der Traum von King Arthur hat sich manifestiert. Hier wirst du den Gral finden und deine Reise beginnen. Oder wir müssen den Heiligen Gral doch nicht in Jerusalem finden, sondern wir müssen den Heiligen Gral nach Jerusalem bringen.
ein bisschen Geld, ein bisschen Essen plus einen irgendein Kristall und eher Runenenergie, 40, könnte ich mir vorstellen. Ah nee, das ist Fame, also unser Bekanntheitsgrad. Mana-Fragmente, dann haben wir hier Nahrungsmittel und Gold. Eine Audienz mit dem König anfragen. So, Galahad ist bereits alt geworden und schwach. Das Gewicht des Königs ist ziemlich schwer auf seinen Schultern. Und er ist mit Regrets, mit Bereuen gefüllt. Er sagt, wir sollen den Gral einfach nehmen. Er dachte einst, es war ein Geschenk von Gott. Aber es ist nur eins von Merlins Spielzeugen. Ein weiteres, um die Welt zu manipulieren. Aber wer soll ihn schon richten? Shane appears according who bears it. Merlin loves his little trickery. Seine kleinen Tricks. Ich habe gerade frisch angefangen mit dem Spiel. Tell me, what is greed and virtue of all? Ah, okay, man kann den Heiligen Gral, dementsprechend wer ihn nimmt, wohl hat er unterschiedliche Fähigkeiten. Einen Action Point dazu oder aktive Cooldowns reduzieren. Ich nehme mal einen Action Point. So, ich kann den König auch nochmal fragen nach etwas. Ihn entweder fragen, dass er uns zum Schmied bringt oder für mehr Nahrung bitten. Ich frage mal nach Nahrung. Beginnen wir unsere Reise. Und jetzt kriegen wir sogar ein bisschen erklärt. Sei willkommen bei der Hand von Merlin. Diese kleinen Tipps werden dir helfen, das Game-System zu verstehen. Für weitere Tipps das Fragezeichen drücken für den Codex. Ins Starterjournal reingucken. Die Aufmachung ist schon mal gar nicht mal so schlecht. So, da können wir die Relikte zuteilen. Und bestimmen, wer den trägt. Wodurch der weiteren Action Point kriegt pro Runde. Ich gebe das mal der Fernkämpferin. Die unterschiedlichen Skills mit Skills, die in höheren Rängen freigeschaltet werden. Relikte anscheinend für alle. So, das Handsymbol bezeichnet, wo ich gerade bin. Die Kamera kann ich mit ASWD bewegen. Es gibt keinen aktiven Encounter. Also wenn gerade nichts passiert, kann ich mich einfach bewegen auf der Karte. Und mein Ziel ist es erstmal, Korbenik zu erreichen. Das ist mein erster Schritt auf den Weg nach Jerusalem. Da muss ich hin. City of Korbenik. Da sehen wir ganz lauter Reward-Types. Wir können Korruption sehen, obwohl ich nicht weiß, was die Korruption dann letztendlich ist. Und wir können auch Gefahren sehen vom Street-Level. Ah, da sehen wir die Gefahren. Some Danger. Und was wir halt bekommen können. Ein Bandit lauert uns auf. So, dann haben wir den Händler gerettet, der von dem bedroht würde. So, bitte erlaubt mir, euch zu belohnen. Und ich sage, das ist in Ordnung, ich möchte aber auch gerne Supplies von dir kaufen. Ach, schade, dass es noch nicht in Deutsch drin, also in Deutsch existiert von den Texten her. Weil es wird viele Encounter geben, die halt in englischer Sprache dann sind.
Natürlich, was auch sonst. Ich gehe mal im Norden lang. So, wir sehen eine kleine verlassene Farm. Gehen wir einfach mal drauf. Eine alte Frau trifft dich. Seid willkommen, Abenteurer oder Reisende. Ich glaube, ihr seht genauso aus wie die Leute, die Arthur gedient haben. Sollten wir der... Sollten wir der Frau helfen bei ihrer Farmarbeit? Woher wisst ihr von unserer Quest für Merlin? Mein Mann war Sir Tristan von Canwell, ein Ritter der Tafelrunde, ein Diener von Merlin, genauso wie ihr. Das bedeutet, ihr müsstet Lady Isolde sein. Viele Songs wurden über euch geschrieben. Sie fragen, was mit Tristan passiert ist. Es war sein Herz. Es war schwach. Nachdem Morhold ihn vergiftet hat. Ach, ich wünschte, ich wäre ein bisschen besser in der Merlin-Geschichte und Arthur-Geschichte. Obwohl ich habe letztens noch die Serie geguckt mit dem jungen Merlin. Aber da gehen die ja ziemlich breit von der Story her. So, ich habe auf den Feldern einen langen Tag gearbeitet und ihr geholfen. Und dafür noch ein bisschen mehr Geld bekommen. So. Zu Mitternacht fallen dir einige kleine Augen auf, die durch die Dunkelheit leuchten. Du könntest dir sicher sein, dass es ein Tier ist, nicht eine Bestie der Kataklysm. Ich gehe darauf zu. Ach, es ist nur eine kleine schwarze Katze. Ich füttere es einfach mit ein paar Resten. Du hast einige Ressourcen bekommen. Das siehst du oben am Screen. Wenn du 50 Fame hast oder Renown, kannst du Einheiten verbessern. Ach, da ist die Korruption erklärt. Okay, auf Gebieten, wo Kataklysm herrscht, beziehungsweise Kataklysm schon die Korruption gebracht hat, können die Schlachten gefährlicher werden. Und die Landmarks sind übrigens fixe Encounter. Die werden nicht random generiert wie andere Bereiche hier. So, du kannst jetzt was Neues lernen. Dann werden Karten gezogen. Also ich spiele es auch gerade zum ersten Mal. Aber es sieht bis jetzt sehr interessant aus. Vor allem, wir haben noch keinen Kampf gesehen. Die Kämpfe basieren halt rundenbasiert, XCOM-like. Ich sage jetzt einfach XCOM, weil es, ja, rundenstrategie-technisch wird so in die Richtung gehen. Was können wir unserem Ranger geben? Huntermark, sehr klassisch. Morgan, was kannst du haben? Flaming Brimstone, um Cover zu zerstören
und Gegner zu schwächen. Jetzt ist natürlich die Frage, geht man durch das korrupte Gebiet oder läuft man einen Weg außenrum? Damit wir bei City of Carbrauch hinkommen. So, etwas Schreckliches mit dieser kleinen Farm passiert. Ein Baum ist gewachsen, aber es... Also aus dem... Ein Baum ist aus dem Brunnen gewachsen, aber es ist kein Baum wie irgendein anderer auf der Erde. Er hat eher eine tödliche Farbe. Die Farmer haben das Gebiet verlassen oder sind bereits tot. Auf jeden Fall gibt es hier keinerlei Sicht, also kein Zeichen mehr von den Farmern. Der Heilige Gral hat auf jeden Fall die Kraft, diesen Baum zu töten. Aber nur bei 50%, weil es sind die Wurzeln des Kataklysmen und da können wir den Heiligen Gral gegen einsetzen anscheinend. Ach so, du ziehst 4 Karten und 2 sind auf, du hast Erfolg, 2 sind Versagen, ja. Der verbrennt meine Hand. Aber der Baum will einfach nicht sterben. Was ist das? Ein Hero? Waffen? Und ein Schmied? Vor einiger Zeit war Sir Brestian ein... Boah, Brave. Ich sage jetzt einfach, er war ein Ritter. Er hat dem Duke von Tintagy gedient. Und danach Usurp Pendragon, also den Vater von König Arthur. Und viele Jahre hat er auch für Arthur gekämpft. Aber bei der Belagerung von Caerleon und dem Kampf von Bedegraine und noch viele anderen, ja, viele andere Sachen. Oh mein Gott, mein Englisch ist wieder super. Auf jeden Fall scheint er als betrunkener Mörder zurückgekommen zu sein. So, ein Ende. Jetzt kommen wir nämlich mal in eine Schlacht rein. Er war ein mutiger und heroischer Held, danke. Jetzt kommt nämlich das, was eigentlich interessant ist. Im Gegensatz zu den Events. Obwohl die Events waren bis jetzt eigentlich gar nicht mal interessant. So. System hier kann ich schon erklären, weil ich kenne es aus anderen Spielen. Das ist nämlich einmal HP und Armory. Wenn Armory durchgeschlagen wird, geht es halt an die HP ran. Es gibt ein bisschen Deckung. Alle haben irgendwie, ja, alle anderen Gegner haben auch irgendwie ein bisschen HP und ein bisschen Armory und wahrscheinlich auch spezielle Fähigkeiten sind das natürlich hier irgendwelche Banditen. Und ich denke, meine Deckung bin ich geschützt von Fernkampfangriffen. Frage ist jetzt einfach, wie viel AP habe ich und wo stehen die? Achso, das hier oben, 2 AP. So, Spell and Relic. Ja, die Action Bar hier unten, Heilige Gral-Fähigkeiten. Und ich habe halt ein Spell, das ist nämlich das, was wir am Anfang freigeschaltet haben. Das war nämlich diese Merlin-Fähigkeit. So, Fernkampfangriffe können natürlich durch Deckung geblockt werden. Ja,
zaubermäßig habt ihr ja eh nichts. Vor allem bist du ja einfach der Nahkämpfer. Und ihr seid alle zu weit weg. Ich glaube, das ist sowas wie Overwatch gewesen. Ich lasse sie erstmal kommen. Danke fürs Happy Birthday. Da ist der Reaktionsschuss. Ich muss sagen, im Spiel sieht das aber besser aus als in den Videos. Okay, animationstechnisch ist das jetzt nicht die größte Wucht, aber es ist ja immer so. Wenn du kein riesiges Kapitalding hast wie bei XCOM, bei 2K. So, Statuseffekte. Das ist übrigens das, was ich schon erklärt habe. Du hast Armor Points und High, beziehungsweise HP. Und Armor Points werden nach dem Kampf wieder aufgefüllt aufs Maximum. Manche Skills machen spezifischen Schaden. Und Doppelklick auf ein Porträt fokussiert auf die Person. Weißt du, was mir fehlt? Eine Anzeige, wie weit Gegner laufen können. Weil das wird ja wohl nicht die Anzeige sein, wie weit er laufen kann. Das ist meine Anzeige, wie weit ich laufen kann. Aber es ist Early Access. Deshalb. Ja, oder wie bei Divinity, genau. Das arme HP-System, das ist wie bei, wie heißt es denn, Dreiteiler-Serie mit Animationen in 2D gezeichnet. Ah, warum fällt mir der Name nicht ein? Ich habe alle drei Teile gespielt. Bannersaga, danke. Ja, genau das. Zeig's ihm! Danke ein für ein Stufe 1 Abo. Aber die zeigen immerhin an, wenn du in Angriffsnähe kommst, wie viel Treffsicherheit du hast, also von der Chance her, den zu treffen. Da stehe ich zu nah dran. Danke, Kabel 1. Ich dachte, ich hätte alle Geburtstagsgrüße heute schon durch. Ich bin wirklich überrascht, weil es echt ordentlich aussieht. Man kann den Kampf übrigens auch beschleunigen, man muss nicht in dem Normaltempo spielen. Gibt halt einen Fast Forward, den kann man in Optionen auch standardmäßig aktivieren. So, Cleave trifft alle in meiner Umgebung. Und das müsste eine Knockback-Geschichte sein.
Blub. Da hatte ich das vorher machen müssen mit dem Heiligen Gral anscheinend. Jetzt kann ich nicht mehr aktivieren. Für die Vertonung auch ganz gut bis jetzt. Es wirkt nichts billig. Es hört sich immer falsch an. Aber es gibt halt viele, sag ich mal, XCOM-like-Spiele, die wirken dann halt einfach so ein bisschen billig. Okay, die Totenschilder auf dem Boden werden irgendwas Schlimmes bedeuten. Weil der irgendwas vorbereitet. Preparing a very powerful ability. Bringt halt nichts, wenn er tot ist. Dann halt so. Sowas darfst du nicht vor dem Schuss sagen. Dass der schon tot wäre, ja, ich war... Ah, ich bin... Moment. Ah, nee, die Runde beendet automatisch. Das kann man auch in Optionen ausstellen, habe ich gesehen. Oh, danke, Kisuchen, für dein Tier 1-Sub. Vielen Dank. Ja, das müsst ihr noch ändern, dass du, auch wenn die Runde so gesehen durchgelaufen ist für einen, dass der Heilige Gral immer noch benutzt werden kann. Weil der ja eigentlich einen Aktionspunkt noch dazu gibt. Wenn die Gefechte zu lang dauern, es gibt einen beschleunigten Modus extra dafür. So, wir haben viele gute Waffen in den heiligen Ländern versteckt. Also in heiligen Landen. Er wird mir die Orte, wo er die Waffen versteckt hat, verraten, weil ich ihn schwöre, hier umzubringen. Okay. So, erzähl uns von einer Höhle in der Nähe, wo seine Leute Sachen, also Loot, versteckt haben. Dann kniet er sich vor uns und schließt die Augen. Und jetzt siehst du das erste Mal, den noblen Ritter, den er einst war. Und ich erschlage ihn mit einem einzelnen
Schön Hieb. Und was haben wir bekommen? Ein Stock für morgen. Ja, da ist der Chor, wo diese Spezialfähigkeiten drin sind. Also eigentlich die Merlin-Fähigkeiten. Das habe ich jetzt auch schon verstanden. Und er hat auch direkt die Waffe ausgerüstet, die wir gefunden haben, die plus 1 Power gibt. Und Power erhöht die Stärke der meisten Fähigkeiten des Helden. So, wir finden eine Kneipe auf dem Weg. Hast du mal Battletech gespielt? Nur zweimal und komplett. Okay, die bieten mir einen Raum an, um hier zu übernachten. Dann kriege ich plus 1 Move und plus 4 maximale Rüstung. Also warum nicht? Ich habe das Geld. Die Betten sind auf jeden Fall komfortabler und weicher, als du dir das vorstellen können. Später hörst du Kämpfe im Erdgeschoss. Wir werden uns anziehen und runtergehen. Witzigerweise, es gibt optionale Wege anscheinend bei den Encountern. Dadurch, dass wir den Rook dabei haben, können wir uns auch anziehen und durch das Fenster gehen. Aber ich wollte gerne kämpfen. Ey, die haben aber ganz schön Unordnung gemacht hier. So, und jetzt können wir übrigens gerne mal machen. Animationsgeschwindigkeit kannst du mich erhöhen. Ups. Und mit Leertaste kannst du halt nochmal beschleunigen alles. Also sparst du dir halt die Zeit. Weil es wurde ja kurz im Chat gesagt, die Kämpfe dauern zu lange. Das kommt aber darauf an, wie viele Encounter du überhaupt hast im Kampf. Man muss halt bedenken, es ist erst heute in Early Access gestartet. Und ich denke mal, auf Basis von Feedback könnte sich das ja auch alles noch verändern. Reaktionsschuss. Aber so vom ganzen Interface und Aufmachung gefällt mir das bis jetzt ganz gut. Seitdem du damals Mountain Blade gespielt hast, hast du das jemals nochmal angemacht? Ja. Ich habe sogar zwischendurch eine weitere Partie gespielt. Dazwischen. Ach, scheiße. Ich dachte, der hat noch eine AP übrig. Da hatte ich noch einen Cleave gemacht und hatte beide nämlich getroffen. Wirst du Mountain Blade zweimal wieder streamen? Ja.
keine Panik. Aber es ist halt zwischendurch entwicklungstechnisch wurde halt immer viel gefixt und viel angepasst bei Mount & Blade 2, aber es gab halt nicht viel neuen Content. Inzwischen hat sich ein bisschen mehr Content eingestellt. Das Spiel ist aber immer noch nicht perfekt. Knack, knack. So, kannst du von dem weggehen? Anscheinend. Kannst aber auch töten mit deinen magischen Fläschchen. Eigentlich ganz cool, wenn Magie nicht wirklich Zauber sind, sondern halt Flaschen, die... also irgendwelche Mixturen, die eingesetzt werden. Eine Lokalisierung von Mount & Blade 2 kommt leider erst, wenn das Spiel fertig ist. Also im Early Access kannst du daraufhin, dass immer die Veränderungen drin sind, kannst du vergessen. Kannst halt nur auf den Mod ausweichen. Der Hund leckt sich wieder kaputt. Vor allem haben wir ihm geholfen und wir kriegen das Zimmer jetzt wieder ausgezahlt. Die Mod war ganz gut. Also die Übersetzungsmod. Ich weiß aber nicht, wie der Stand ist von der Mount & Blade 2 Mod inzwischen. Ich denke mal, an den Würfeln kann ich weitere Zauber bekommen. So, unsere Reise hat uns in einen dunklen Wald geführt. Der reich ist an Moos und Pilzen. Ja, ja, das Licht bricht durch die Luft, beziehungsweise durch den Wald, beziehungsweise durch eine Art von Staubglitzern. Es scheint unmöglich zu sein, einen Weg durch diesen dunklen Wald zu finden. Aber dafür haben wir Morgan dabei und Morgan scheint sich da auszukennen. Es gibt drei Wege. Der Weg von Fountain, wo wir geheilt werden, der Weg der Willow und der Weg des Mondes. Wir nehmen den Weg des Mondes. Es wird immer dunkler und der Mond ist am Himmel. Plötzlich kriegst du aber mit der Angst zu tun. Immer weitergehen. Drei Fragmente von Merlin bekommen. Und plus zwei Range für die ganze Party. Mit dem Angreifen. Die erste Stadt. Den Heiler treffen. Brauchen wir es überhaupt? Ja, einfache Heilung. Weil Brunor hatte 2 HP zu wenig. Hallo Marktplatz. Wir gehen zum Schmied. Hier kannst du Equipment für deine Helden kaufen. Jeder hat einen Rüstungsslot und einen Waffenslot. Jeder Waffenschmied ist fokussiert auf 2 Styles für jedes Equipment. Also finde eins, was am besten passt zu deinem Spielstil. Ach so. Zum Beispiel entweder schneller bewegen oder mehr Rüstung. Mehr Power, dafür weniger bewegen oder normal, also ausgeglichen. Und du levelst halt die Bereiche ab.
So, plus 1 Damage gegen Ziele, die mehr als 2 Felder entfernt sind. Dafür wird die Reichweite reduziert. Und er hat halt die erste Stufe von dem Stab vorhin bei dem Encounter bekommen. Reliquien-Shop. Dafür habe ich kein Geld mehr. Ich könnte den Heiligen Gral verkaufen. Ich weiß nicht, ob das Sinn des Spiels ist. Ja, und Supplies muss ich auch nicht holen, da habe ich genug Geld. Ich möchte aber noch bedenken, dass wir auf leicht spielen, ne? Wenn die Leute jetzt sagen, ach, das ist aber leicht bis jetzt, aber wir sind auch noch am Anfang. So, ausruhen für den Tag im Green Shield Inn. Ich laufe mal außen rum. Supply kaufen oder verkaufen? Verkaufen. Als wir alte Ruinen passieren, also eine Ruine von einer alten Kirche passieren. Destroyed in Winkel. Over here, voices speaking of a raid. Hören wir einige Leute, die von einem Raid reden. Es scheint, dass sich eine Gruppe Banditen in der Kirche verstecken. Wir können uns ranschleichen. Und wir können dann die Dorfbewohner alarmieren. Dass die angegriffen werden sollen. Ich hätte sie auch angreifen können, aber ich finde, das macht jetzt nicht wenig Sinn. Also das macht jetzt gerade wenig Sinn. Ich möchte gerne Renown. So, Heroic Note. So, wir kommen in ein kleines Feuer. Aber es gibt keinerlei Person in der Nähe von dem Feuer. Es gibt irgendwie keinen Grund, warum jemand das Feuer ganz alleine hier lassen sollte. Wahrscheinlich wird er irgendwann zurückkehren. Dann warten wir. Nach einiger Zeit kommt ein älterer Mann aus dem Wald. Zusammen mit einem Muli. Ach, seine Kleidung ist modest. Also wenn ich das richtig im Kopf so leicht übersetze, ist das, seine Kleidung sieht halt nicht besonders mäßig aus, aber er scheint trotz seines Bartes und seiner Kleidung in guter Condition zu sein. Also noch ziemlich fit zu sein und Muskeln werden unter seinen Baggy Robes versteckt. Dankeschön, Funnitz. Sie sind verschlissen und also sein Bart ist ungekämmt und seine Kleidung ist verschlissen. Möchtest du mit mir zusammensitzen? Ja. Weil das ist nämlich hier ein Hero-Encounter und ich denke, dass du an den Hero-Encountern, wenn ich vorhin den Typen nicht erschlagen heute im ersten Hero-Encounter, kannst du die neuen Helden rauskriegen dadurch. Der möchte mir was schenken. Serpent Skin. Also die Haut einer Schlange, denke ich mal, ist das. Wenn ich im Nahkampf angreife, kann ich 3 Stacks von Vergiften auf den Angreifer drauf machen. Und das macht 3 Schaden in jeder Runde. Hat auch schon der richtige bekommen. Die Schlangenhaut.
So, der Geist von Merlin spricht wieder zu dir in deinen Träumen. Das Kataklysm ist irgendwo in dieser Stadt. So, den Heiler zu besuchen oder sonst irgendwas macht keinen Sinn, weil wir eh voll geheilt sind. Marketplace. Ja, Supply kaufen. Achtet auf die Ratten, Freunde. Sie werden euch euer Leder fressen und ein gutes Stück von Käse euch klauen. Und warum gehen wir jetzt zum Gefängnis? Wir denken, es sind keine Ratten, sondern Badgers. Enter the dungeon. Ach so, das ist das Zeichen vom Kataklysm. Wir werden gegen irgendwelche dämlichen Kreaturen machen. Also kämpfen. Ich denke, es ist doch kein Badger nach allem. Bekämpfe die Abnormalität. Wundervoll. So, sie haben besondere passive Statuseffekte. Mit Advanced Control kann ich auch Routen planen. So, Skills. Red means the skill deals damage. Blue means es ist ein positiver Effekt. Green ist Movement. Purple ist ein negativer Effekt. Und Gelb bedeutet, dass es einen Ground-Effekt gibt oder einen Aura-Effekt. Bekommt keinen Schaden von Ground-Effekts. Wenn er Schaden bekommt, kriegt plus 2 Stacks für Ausweichen. Wenn er stirbt, macht 4 Schaden auf Gegner in der Nähe. Ah, mit CTRL kannst du dir anzeigen lassen, wie weit du schmeißen kannst, also wie weit du angreifen kannst. An den blauen Linien. Und was soll ich gegen dich tun, hä? Bei Papa, während wir komische Viecher töten. Du musst versuchen, den zu treffen. Weil der hat sowas wie Overwatch an.
Oh. Dann halt so. Richtig, tritt den erstmal weg. Der wird eh durch die Vergiftung getötet. Echt gute... Echt gutes Relikt. Er bereitet irgendwas vor. Aber ich sollte ihn nicht direkt angreifen, weil ich glaube, der macht 4 Health Damage, wenn ich ihn töte, während ich daneben stehe. Ja, weil er explodiert. Nächstes Level, Warrior Rang 3. Minus 50% Damage taken von allen Schadensarten. Plus 3 Power, dadurch wird er stärker. Cannot move, damit kann ich einen festsetzen. Plus 3 Range und Angriffe verfehlen nicht. Was kannst du noch lernen? Plus 3 Stacks für, ja, Geschwindigkeit. Create an area in range, dealing 2 damage on contact. Also irgendein Ground-Effekt, wodurch Gegner 2 Schaden bekommen, wenn die da drüber laufen. Mein Gott, das Gasthaus brennt. Rettet das Wildschwein. Schon wieder versagt. Da ist nämlich auch ein Kataklysmwesen drin. Ihr macht das schon. Danke, Daniel.
nehmt ruhig Schaden mit. Ihr seid ja auch wilde Bestien. Da macht es auch Sinn, dass ihr die ganze Zeit Schaden bekommt. So, Warcry wirkt dann auf mich selbst. Du Idiot. Dann halt so. Das kostet mich auch ein. Also beziehungsweise ein Aktionspunkt. Kannst ruhig ein bisschen Schaden bekommen. Okay, jetzt hätte ich auf Korbenek. So, nach langer Reise erreichst du endlich das Castle, also das Schloss Korbenek. Hier wurde der Gral gefunden, der den Fischer-King geheilt hat. Es ist ein Platz von großer Magie. Und es ist unter Belagerung, das Schloss aktuell. An seinen Toren ist ein Behemoth von einem Biest, was dem Himmel entgegenschreit. Eine Abnormalität. Instrument of Destruction. Was machen wir? Brunor, ne, wir machen Shoot the Beast. Plus 2 Damage für den nächsten Angriff. Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit von diesem Beast, was so anscheinend größer ist als alles, was wir bis jetzt bekämpft haben. Und seine Umgebungsbiester verstärkt. Was bist du denn für ein Pilz? Ihr macht das schon. Vor allem, weil du einen super Skill hast. Auch wenn der natürlich dadurch keinen Schaden bekommt, müssen die anderen erstmal da außen rum. Den Bewegungszaun können sie nochmal machen.
töten wir erstmal den Behemoth. Oh mein Gott. Wenn man ihm Schaden macht, kommt er auf einen zugelaufen. Das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Das kann er nämlich nicht mehr angreifen. Er hätte mich vorher mit ihr mit dem Cleave machen müssen. Ich habe nämlich extra den Warcry gemacht, damit der mehr Schaden macht. Mach ihn einfach kaputt. Lass doch meinen Caster in Ruhe. Reichweite für den Bogen erhöht. Ach so, wenn im passiven Effekt, wenn ich ein Spell von Merlin einsetze, geht kein Angriff daneben für den Rest des Zuges. Ich habe mich schon gewundert, wofür das überhaupt steht unten an der Seite. Kannst du selbst deine eigene Rüstung hochziehen? Ja. Was ein schönes Biest. Die anderen beiden können nichts. Geht doch. So, bis dahin laufen reicht. Sehr gut. Achievement unlocked Full Tank. Geh in das Schloss. King Percival begrüßen. Der auch mal ein König der Tafelrunde war. Es kommt ein Mann mit ganz viel Wunden am Körper. Er lacht, du bist der einzige Heiler, den ich brauche, Freund. Diese Wunden sind nicht im Kampf entstanden.
Das sind die, das ist der Preis, den ich bezahlen musste, um Merlin zu helfen, den Heiligen Gral zu erschaffen. Wenn unsere Welt verwundet ist, verwunde ich mich selbst. Wenn du den Wunsch hast, mich zu heilen, musst du den Kataklysm bekämpfen auf dieser Welt. Ja, komm, ich zeig dir das. Also er selbst hat Wunden am Körper aufgrund des Kataklysm, der überall auf dieser Welt durch die Erde sprießt, beziehungsweise diese Welt kaputt macht. Also kann es sein, dass ich durch Albion wieder zurückreisen muss, alles irgendwie sichern muss und dann kann ich erst wirklich nach Jerusalem reisen. Would be not understandable. Einige Sachen verstehe ich selbst am Heiligen Gral nicht. Ja, können uns noch umgucken. Reliquien Shop. Alle Statuseffekte. Sobald wir getroffen werden, kriegen wir plus 2 auf Ausweichen. Thunderstone. 5-6 von Dazed. Treffsicherheit und Ausweichen wird reduziert. Ich will lieber den Stock haben für den Morgen. Moment mal, was kann ich denn im Stall machen? Besuche den Stall. Ach so, Supplies. Erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an Faster Than Light, wo du halt auch Sprit brauchst, um weiterzureisen. Hier kann ich mir nichts leisten. Aber wir können ja doch ans Schiff gehen. Plus 4 maximal Armor und plus 2 Bewegung. Auf nach Jerusalem! So, meine Reise bringt mich jetzt nach Marca Hispanica. Eine wilde Gebirgsregion. Zwischen dem frankischen Königreich und den südlichen Ländern von Saracens. Ja, die Kraft des Kataklysm wächst hier. Hunderte von fränkischen Soldaten liegen tot herum. Einige Überlebenden, erschöpft und gebrochen, haben sich um ihren sterbenden Anführer versammelt. An seiner Ausrüstung erkennt ihn als den Paladin Roland, einen der größten Ritter seines Alters, also dieses Zeitalters, so. Und er gibt mir das Rolands Horn. Ja, und jetzt kommen wir auch eine... Ah ne, hier wird auch noch angezeigt, welche Wege man laufen kann. Bis wir hinten am Pass sind. Gibt mir auch ein Bestarium, wo uns die Kreaturen vom Kataklysm angezeigt werden und 3 sind noch unaufgedeckt.
Aber wie gesagt, es ist Early Access. Wir haben jetzt eine Stunde angespielt. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, vielleicht ist es ein bisschen wenig von den Ausrüstungssachen. Die Variationen dadurch im Kampf sind schon ein bisschen beschränkt. Aber Aufmachung, Encounter und alles läuft gut. Interface gefällt mir. Gefällt mir meistens nicht bei Early Access Titeln. Kann auf jeden Fall einige Stunden unterhalten. Ich glaube auch die ersten Reviews bis jetzt waren relativ positiv. Könnt ihr die nächsten Tage, weil heute war halt Early Access Release, wenn das so ein bisschen durch die Leute geht, die das alle so ein bisschen präsentieren, wird das auf jeden Fall eine gewisse Anzahl von Spielern definitiv anlocken. Schade einfach, dass es halt im Moment noch englische Texte sind, aber es ist am meisten bei den Early Access Titeln. Vor allem, weil die Encounter halt vom Lesen her, ja, ne? Ist dann für den einen oder anderen schwierig, sich da durchzumogeln. Obwohl wenigstens wird ja gezeigt, was passiert bei den meisten Encountern. Aufgrund deiner Wahl. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr funktionelles und auch sehr gameplay-technisch eigentlich funktionierendes und gutes Spiel. So nach einer Stunde anspielen. Nach YouTube dann erstmal Schuss an der Stelle. Und ja, es steht immer noch ein Name auf meiner Stirn. Das mache ich auch, glaube ich, nicht nochmal für 100 Subs. Nächstes Mal esse ich lieber eine Zitrone.